Freunde, willkommen zurück bei der Dynamo Dresden Karriere. Joa, es geht gegen den ersten FC Nürnberg. Wir liegen auf dem fünften Tabellenplatz, also nah an meinen Erwartungen dran. Schnell mal gucken in den Kalender. Ja, Nürnberg. Danach kommt Union oder müssen wir hin? Paarungen anzeigen. Nein, wir müssen nach Berlin. Halb. Nee, in der Halbzeit, die Zeit nicht mehr spielen. Jo. Davor, ja, es waren Rüger. Rüger, ja, so. So, und danach VfB Stuttgart, Sandhausen und nochmal nach Berlin. Oder, ja. Ja, das ist. Ja. Und los geht's. Oh. Was ist denn da los? Was ist da los, meine Freunde? Ich schwebe. Wisst ihr was? Morgen geht's mal wieder rein. Ich hab einen. Dolberg, neuer Stürmer, neuer Linksaußen. Gutschke leider nur auf der Bank. Wagner. Wo ist der andere Typ? Wie not? Hier ist damals. Beide muss ich einwechseln. Ich brauche ja 5 Spiele oder 10. Die müssen ja auch steigen. Also die müssen eigentlich spielen. Aber nicht bei meinem Traum. Die kommen dann. Dolberg. Neuer Freistoßschütze oder was? Also anschneiden kann er sie. Hat doch schon mal die richtige Nummer bekommen. Aber das können wir im Spiel ausprobieren. Heute ruft die zweite Liga und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Den Mikrofon ja. Konrad ist nicht kalt. Zuletzt ist auch nicht kalt. Das soll heute so weitergehen. Das 1:0 haben sie damals völlig zu Recht gefeiert. Aber ich sehe heute hier zwei Mannschaften, die wirklich aus dem Weltrat. Und von daher vermute ich eher in Rostock. Ihr habt aus fast jedem aus dem Spiel die Einladung, so läuft die Heimmannschaft heute auch. Seid ihr hier. Und schauen wir uns mal oh, ja. Die Formation an. Sie werden der 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen die Bälle scharf einzunehmen. Super Flanke! Mudika! Und das gibt Eckball! Ja, es fängt schon mal nicht so schön an. Sie ziehen an der Spitze einsam ihre Kreise, Buschi. Ja, oh mein Gott. Ja wirklich so, als könnte ihnen da überhaupt keiner gefährlich werden. Ich bin gespannt, wie es heute war. Ja, ich kann die Hand noch so lange nehmen. Super Einsatz! Danke. Jawohl! Boah! Nein! Schieß! Freistoß, ja, aber keine was? Für was Freistoß? Auch ein paar ernste Worte. Oh nein, ich hätte das durchziehen sollen. Sie stellen hinten ein bisschen um und wollen nun vermehrt die Abseitsfalle als Stilmittel einsetzen. Vielleicht wird so für die Gastmannschaft ja. Jawohl! Dolberg ist in der Mitte, der ist nicht klein. Kommt, wird das eine Chance. Dolberg! Oh. Da kommt er mit dem Kopf. Kasper Dolberg. Ja, also ich. Ihr merkt schon so leicht. Den hätte ich mir auch so geholt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Den hätte ich mir so geholt, während mir gerade quasi als Winterschnäppchen angeboten wurden. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Guter Akt. Und er schießt. Boah, Mann, Lumpi. Hau das Ding ins Tor. Einfach die Konzentration. Alter, wir sind klar überlegen. Die Mannschaft hat sich sowas von weiterentwickelt. Da gewinnt er den Zweikampf. Das könnte die Chance werden. Er schießt. Boah, Mann, trifft, Alter. Scheiße. Ich bringe mich in den ersten 15 Minuten zur Verzweiflung. Ja. 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 Ja, komm. Und nun ein Schuss.
Wow! Das kann er definitiv besser. Schubert hat auch schon eine 68. Nur durch hartes Training. Lambert. So. 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 Konrad. Ah! Sehr guter Einsatz. Vor allem Ausmann, mit dem müssen wir noch Vertrag verlängern. Oder habe ich das schon? Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Scheiße. Eckball geht's. Du kommst halt auch nicht an gegen die. Mach das nicht. Boah. Jetzt schießt er. Der Ball geht kann an die nicht Latte. Machen. Per Kopfball. Alter, kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Sehr offener Schlagabtausch. Nicht voll getroffen. Konrad. Sagt, was ist los mit euch? Wo sind eure krassen Boys? Wo sind eure Platten heute? Mich hat doch der Scherer. Ich sprich das Boah, gut gedacht, Pulisic. Hör mir zu, was ich gerade da sage. Ich sag's nochmal, ich bin ein. Oh Mann, 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 scheißen Hurensohn, zurück in dein Studio, ich fick deine Double Time. Konrad. Mit nur einer Zeile brech ich deine Schaffenszeit. Wir sind kampfbereit, ihr Post mit Leder. Ich schönes Passspiel, sonst setzt sich Gogia ja durch. Ich war der erste, der Petrak. Ich bin Prototyp, ihr seid nein, Gogia. Ja. Nicht gut. Sie stellt auf Abseitsfalle um. Da muss das Timing natürlich passen. Konrad. Oh Mann! Dann immer so ein. Alle fünf Pässe mal in. Sechs Pass. Boah! Bisschen mehr ein Lauf spielen. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Scheiß auf die Pfeifen, die nur mit der Masse gehen. Wo zu Leuten imponieren, die ich eigentlich verachte. Nee, ich bin nicht irgendwer und ich muss keinem was beweisen. Du willst dich frei fühlen, dann musst du auf alles scheißen. Ich brauch keine Lieder mit berühmten Produzenten. Fairer Einsatz hier. Von Künstlern, die ich nicht persönlich kenne. Und ich freu mich. Irgendwelchen Regeln dreh mich nicht mit dem Wind. Als singe ich und singe mich fest an meine Richtung wie ein Kompass. Deutschland, Deutschland, aufgepasst, hier kommt ganz stark Aktion. Wir reißen dein Studio ab. Ja, wer steht gut und sicher? Im Moment ist da kein Durchkommen. Ich komme. Wir lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner das zu unterbinden. Er findet den Mitspieler. Ja, wir stehen aber zu eng. Klasse Einsatz, aber Schiri! Kann man mal pfeifen? Er passt ihn auf den Flügel. Jawohl. Da könnte was draus werden. Mit dem Ball. Was? Was? Womit denn? Ah, geht die Mauer noch ein Stück vor. Ein guter Kopfball. Boah. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genommen. Siehst du diese beiden Typen durchs Mondlicht laufen? Seht uns an, wir zeigen Deutschland, was geht. Dass die Bombe jetzt platzt, man. Seht ihr an Dresden, raus aus dem Regen. Jetzt das könnte gefährlich werden. Aus dem Weg, Deutschland, ich komme. Und die Möglichkeit. Klasse auf. Ey, wieso kriegt der dann nur so eine Kullerbälle aufs Tor? Mann, der alte Sack, der freut sich doch auch noch. Boah, haben wir uns eine gute Ecke erarbeitet. Er ist da und kann den Ball hier klären. Jetzt die Flanke. Mit der Faust kann er hier retten. Abseits. Ah, ich dachte schon. Keine Tore. Ich würde schon sagen, ja, irgendwann muss er mal abpfeifen, die erste Hälfte. Wir müssen unbedingt ein Tor schießen. St. Pauli, die werden patzen. Wir müssen ihn durchschießen. Oh, erstmal ist heute in Topform. Damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Boah. Gutes Tackling. Da musst du ja Angst haben. Er spielt den Pass auf den Flügel. Lass den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Kasper Tor. Goldberg. Mann, muss immer wieder gegeben. Ecke.
Oh, geh doch zum Kopfball. Burgstaller. Mein Leben ist ein Traum, bitte weck mich nicht auf. Weck mich nicht auf. Weck mich nicht auf. Ich ziehe es der Schere auch mal wieder. Jetzt ziehen wir unser Spiel wieder auf. Mein Leben ist ein Traum, bitte weck mich nicht auf. Das könnte die Chance werden. Weck mich nicht auf. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Lambert! Boah, wieso ist dann da in der Mitte keiner zum Nachschuss? Der bewahrt sich hier vor dem Rückstand. Was für eine klasse Parade. Du bist alles, was ich brauch. Schön, dass es dich gibt. In der Mitte steht nie einer zum Nachschuss bereit. Alexandre Lacazette ist zu Manchester United gewechselt und verlässt. Boah, Mann, also ihr müsst mich gerade ganz schön aufregen. Oh Mann. Sehr unangenehm. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ja, ausgespielt. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Da kommt sie den Ball nicht an, gegen den Reiter. Petrak. Jetzt wohl noch zu jung. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbt für den Gegner. Sie müssen schneller spielen, dann können sie die Defensive überraschen. Nur noch eine Sache. Und weiter spielen, aber Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Sie werden es jetzt mit der Abstandsfalle versuchen. Ey, der lässt mich gar nicht durch. So. Hallo, wir haben Limit. Wirko. Jo. Und da ist das Timing wichtig. Einmal nicht richtig aufgepasst, da ist der Angreifer durch. Darauf muss das Heimteam aufpassen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Eine. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh Mann, wusch! Das geht jetzt. Du Sack denn hin! Erster Vorteil, aber nicht mehr. Und jetzt gibt's hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Hallo Schiri. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo Schubert anziehen, um hier zu einer Torschance zu kommen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Schauen wir auf die Ballbesitzmaschine. Alles ausgeglichen hier. Boah, das war gut gedacht. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Das könnte gefährlich werden. Nils Teixeira. Guter Pass, er verlucht! Mann, das gibt's doch nicht! Alter! Erst das Unentschieden, klasse gemacht! Der Ball ist weg, Abstoß! Starkes Tackling. Den spielt er gut und jetzt. Boah, hau dich da eher hin. Zurück. Der spielt so geile Pässe, der Typ. Schieb es mal mit dem Mann hin. Leibold. Wird das eine Torchance? Das darf keine Torchance sein. Jetzt vielleicht die Flanke. Die Mitspieler bieten sich an. Pass auf die Außenbahn. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Wohl jetzt der Schuss. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Wir gehen in die heiße Phase. Das Spiel ist nach wie vor absolut ausgeglichen. Das könnte die Chance werden. Berko. Hey, Schiri. Mann! Pulisic kann nicht mehr, Alter. Pulisic ist aus. Mit ihm.
Nee, nicht der. Ich will eher machen müssen. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Petrak. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Wird's jetzt gefährlich. Ach, nein, Berko. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Stark gearbeitet hier. Gugia, komm, letzte Aktion. Schiri. Was? Was pfeifst du denn ab? Das ist noch eine Aktion. Und keine Tore. 0 zu 0. Mann. Da. Ah, kriege ich das Kotzen bei solchen Schiris. Mann, und Pauli gewinnt doch noch. Mann, das ist doch müllig. Ist doch Dreck alles. PK, ist mir egal. Paco, ja. Mann, ey. Mann. Innenverteidiger, Abwehr. Sie ist gesperrt. Dann passen. Muss die Bäden so schnell hochkriegen wie möglich. Mist. Weiter. So, da bedanke ich mich fürs Zuschauen und seid gespannt auf die Pokalfolge. Tschüss und bis zum nächsten Mal.